Alle Startler und Boxen auf zum Hauptrennen, den großen Preis der VGH-Versicherungen an der 1600 Meter Marke. Und an die Spitze setzt sich Gereon. Gereon marschiert vorneweg mit Nordico. Amaron nimmt aber gleich das Heft, die Zügel fest in die Hand und geht an die Spitze. Amaron führt dahinter Nordico an der Außenseite in zweiter Position. Gereon ist an der Innenseite dicht auf. Dann sieht man König Concord als vierten vor dem aufrückenden Quichotte. Dann sieht man Ajaxana im Mitteltreffen, führt das Mitteltreffen an. Dann Abendwind vor Felician, Peace at Last. Dann Avon Pearl am Ende des Feldes galoppiert. Red Dubar, wieso geht es bei zügiger Fahrt auf das Ende der Gegenseite zu? Und Quichotte hat jetzt Amaron abgelöst an der Spitze. Quichotte führt mit einer Länge vor Amaron. Dahinter dann in zweiter Position Nordico vor an der Außenseite König Concord. Dann sieht man weiter außen auch dicht auf Ajaxana, die aufrücken kann mit Peace at Last, der ebenfalls an der Außenseite zügig Boden gut machen kann. Und an der Spitze bleibt aber weiterhin Quichotte. Quichotte ist vorne vor Nordico, ganz an der Außenseite König Concord. Es geht um den letzten Knick. Amaron marschiert noch hervorragend. Quichotte lässt sich jetzt deutlich anfassen, ist aber noch vorne. Der Vorschuss von Nordico kommt von Amaron und ganz an der Innenseite auch Gereon. Aber an der Spitze jetzt alle Pferde in Phalanx, ein breiter Phalanx. Amaron, Amaron in der Bahnmitte ist vorne und Avon Pearl kommt. Peace at Last findet keinen Durchschlupf, muss ganz nach innen. Und an der Außenseite Ajaxana. Ajaxana wird jetzt stärker. Ajaxana auf den letzten 100 Metern. Und jetzt kommt dann auch noch Red Dubavi angerauscht. Red Dubavi schlägt noch Ajaxana. Red Dubavi schlägt Ajaxana. Dahinter dann Amaron auf dem dritten Platz vor. Gereon und Peace at Last. Dahinter Felician und dann Quichotte mit Nordico und Abendwind mit König Concord. Marschiert noch hervorragend. Quichotte lässt sich jetzt deutlich anfassen, ist aber noch vorne. Der Vorschuss von Nordico kommt von Amaron und ganz an der Innenseite auch Gereon. Aber an der Spitze jetzt alle Pferde in Phalanx, ein breiter Phalanx. Amaron, Amaron in der Bahnmitte ist vorne und Avon Pearl kommt. Peace at Last findet keinen Durchschlupf, muss ganz nach innen. Und an der Außenseite Ajaxana. Ajaxana wird jetzt stärker. Ajaxana auf den letzten 100 Metern. Und jetzt kommt dann auch noch Red Dubavi angerauscht. Red Dubavi schlägt noch Ajaxana. Red Dubavi schlägt Ajaxana. Dahinter dann Amaron auf dem dritten Platz vor. Gereon und Peace at Last. Dahinter der vorläufige Einlauf im siebten Rennen, den großen Preis der VGH-Versicherungen, der lautet 8-10-2. Das sind die Pferde 8 Red Dubavi, 10 Ajaxana und 2 Amaron. Ja, liebe Zuschauer, was für ein Finish. Alle Pferde fast in Linie, 200 Meter vor dem Ziel, so wünscht man sich das. Und dann kam das Pferd mit dem besten Speed zum Zuge. Red Dubavi, ein sechsjähriger Dubavi-Sohn in den Farben von Salim Bitov. Erika Meder, die gewinnt auch nicht jedes Wochenende ein Gruppe 2 Rennen. Ein großer Erfolg für das Quartier von Erika Meder in Krefeld. Und im Sattel Eddie Herdin.